A2.0. Die Zeichnung zeigt das Trapez ABCD mit AB parallel zu CD. Es gilt, CD sind 8 cm, AD 6 cm, BC 7 cm und der Winkel DCB entspricht 130 Grad. Runden Sie im Folgenden alle Ergebnisse auf 2 Nachkommastellen. A2.1. Berechnen Sie die Länge der Diagonalen BD, das Maß Epsilon des Winkels CBD und das Maß Alpha des Winkels BAD. Bevor wir mit dem Rechnen anfangen, wäre es vielleicht sinnvoll, die bekannten Größen hier mal in die Zeichnung einzutragen, damit man auch optisch besser sieht, welche Seiten sind gegeben und was ist gesucht. Da haben wir CD mit 8 cm, AD mit 6 cm, BC mit 7 cm und der Winkel DCB mit 130 Grad. So, gehen wir an die Aufgabe. Berechnen Sie die Länge der Diagonalen BD. Wir gehen wie folgt vor. Wir schauen nach, in welchem Dreieck liegt diese Strecke BD drin. Bietet sich das Dreieck ABD an? Und man sieht vielleicht schon, es ist nur eine Seite bekannt. Ist weniger schön. Schauen wir uns ein zweites Dreieck an. BCD. Erste Überlegung, ist dieses Dreieck rechtwinklig? Nein. Also funktionieren der Kosinussatz und der Sinussatz. So, welche Größen sind alle gegeben? Wir haben hier eine Strecke, eine dritte Strecke ist gesucht und zusätzlich haben wir einen Winkel. Das ist dann der Kosinussatz, weil für den Sinussatz bräuchten wir zwei Winkel, ja, ist aber nur einer gegeben. Also stellen wir auf. So, beim Kosinussatz beginnen wir immer mit der Seite, die gegenüber vom Winkel liegt. Hier ist mein Winkel mit 130 Grad, also muss ich mit der Seite BD beginnen. Also folgt, BD Quadrat ist gleich, jetzt die beiden anderen Seiten zum Quadrat, BC Quadrat plus CD Quadrat minus 2 mal BC mal CD mal der Kosinus des Winkels. So, setzen wir die bekannten Größen ein. Ja, jetzt müssen wir nochmal nach oben gucken, wie lang die eigentlich sind. BC waren 7 cm zum Quadrat und CD waren 8 cm. Minus 2 mal 7 mal 8 mal Kosinus des Winkels und der Winkel war 130 Grad groß. So, um jetzt BD berechnen zu können, müssen wir einmal die Wurzel ziehen, damit dieses Quadrat hier verschwindet. Also haben wir BD ist gleich die Wurzel aus 7 Quadrat plus 8 Quadrat minus 2 mal 7 mal 8 mal Kosinus von 130 Grad. Und das geben wir in den Taschenrechner ein und dann folgt eine Länge von 13,60 cm. Ja, in der Aufgabe heißt es auch, auf 2 Nachkommastellen runden, also das bitte nicht übersehen. So, weiter geht's. Jetzt heißt es, berechne das Maß Epsilon des Winkels CBD. Also erst reichen wir die 13,6 ein. So, also dieser Winkel hier ist gesucht. Wieder gleiches Vorgehen, wir suchen einen Dreieck, wo dieser Winkel drin liegt. Bietet sich wieder das Dreieck BCD an. Ist es rechtwinklig? Nein. Also bleibt nur Sinussatz oder Kosinussatz übrig. Wir kennen drei Seiten. Ein Winkel ist gesucht, also funktioniert auf jeden Fall der Kosinussatz. Hier können wir jetzt auch den Sinussatz nehmen, weil wir rechnen ebenfalls mit zwei Winkeln und die zwei gegenüberliegenden Seiten sind ebenfalls bekannt. Aber ich nehme jetzt hier nochmal den Kosinussatz her. So, für den Winkel CBD gilt also, wir müssen mit der Seite anfangen, die gegenüber von CBD liegt. Schauen wir uns nochmal an, welche das ist. Hier ist der Winkel, gegenüber liegt also die Strecke CD, also fangen wir auch mit der an.
CD-Quadrat ist gleich, und jetzt die beiden anderen Seiten, BC-Quadrat plus BD-Quadrat minus 2 mal BC mal BD mal Cosinus des gesuchten Winkels. So, setzen wir die bekannten Größen ein. CD waren 8 cm, BC 7 cm und den BD haben wir gerade ausgerechnet mit 13,6 cm. So, um jetzt an den Winkel CBD zu kommen, müssen wir jetzt den Cosinussatz umformen. Manche Taschenrechner besitzen auch einen Solver, der das berechnen könnte, aber wir versuchen das jetzt ohne Solver. Ich denke, die Umformung vom Cosinussatz ist bekannt. Wenn ich jetzt einen Winkel CBD haben will, brauche ich natürlich die Umkehrfunktion des Cosinus, also Cosinus hoch minus 1 von. Und jetzt setzt es sich wie folgt zusammen. Diese linke Seite hier, 8 Quadrat minus 7 Quadrat minus 13,60 Quadrat. Ja, ist im Prinzip nichts anderes als eine Strichumformung. Könnt ihr einen Strich machen, minus 7 Quadrat minus 13,60 Quadrat. Dann erhalten wir genau diese Zeile. Und teilen jetzt noch durch diesen Teil. Deswegen kommt das unten in den Nenner rein. Also minus 2 mal 7 mal 13,60. Wem es zu schnell ging, der guckt einfach nochmal beim Cosinussatz nach, wie man diese Umformungen erledigt. So, das tippt man wieder in den Taschenrechner ein und dann kommt unsere gesuchte Winkelgröße von 26,79 Grad heraus. Also ist der Winkel uns jetzt auch bekannt. So, nächste Aufgabe. Das Maß des Winkels BAD soll berechnet werden. Also BAD liegt hier hinten. Gut, überlegen wir uns wieder wie vorhin, in welchem Dreieck liegt dieser Winkel drin, was ist alles bekannt und so weiter. Also dieser Winkel liegt nur in dem Dreieck ABD drin. Wir kennen zwei Seiten und ein Winkel ist gesucht. Erste Überlegung, ist es ein rechtwinkliges Dreieck? Nein, ist es nicht, zumindest nicht offensichtlich. Man könnte vielleicht hier vermuten, dass einer ist, aber das ist nicht angegeben. Von so her können wir auch nicht daraus schließen, dass da einer liegt. Wir müssen uns also irgendwie anders helfen. Wir müssen noch eine weitere Strecke oder einen weiteren Winkel berechnen. Da bietet sich zum Beispiel dieser Winkel hier an. So, wie komme ich da drauf? Ich weiß, in einem Trapez sind die beiden Winkel hier an der Ecke, E-Winkel zueinander. Also um es nochmal aufzuzeichnen. Dieser ganze Winkel hier ist zu diesem 130 Grad ein E-Winkel. Und E-Winkel sind zusammen immer 180 Grad. Also ist der große hier 180 minus den 130. Und dann kann ich den orangenen berechnen aus der Differenz minus nochmal die 26,79. Dann hätte ich hier in dem großen Dreieck Winkel und gegenüberliegende Seite, nochmal Winkel und gegenüberliegende Seite und könnte dann den Sinussatz ansetzen. So, also nochmal langsam. Wir brauchen zuerst den Winkel CBA. Und CBA ist 180 Grad minus die 130 Grad. So, beim Winkel BAD sind wir. Um das vielleicht nochmal in der Reihenfolge nachzugehen. Ich wollte den Sinussatz ansetzen, also setze ich jetzt erstmal nochmal den formell an. Sinus des Winkels BAD zu der Strecke BD ist gleich Sinus des Winkels DBA zu der Strecke AD. So, wie gesagt, BD und AD sind bekannt, der Winkel DBA brauchen wir noch. Also berechnen wir den zuerst.
Und er lässt sich berechnen aus, ja, ich will jetzt hier diesen dBA haben, aus dem cBA minus dem cBD. Also cBA, das ist der große Lilane, minus den cBD, das ist der 26,79. So, jetzt bauen wir noch den Winkel cBA. Und wie vorhin bereits erwähnt, sind es ja Ergänzungswinkel, also 180 Grad minus der Winkel dCB. So, hier können wir es endlich einsetzen, weil wir wissen, der dCB ist 130 Grad groß. Damit ist der cBA 50 Grad. Jetzt können wir auch den Winkel dBA berechnen. Nämlich 50 Grad minus die 26,79 Grad. Und das gibt dann eine Größe von 23,21 Grad. Und das können wir jetzt alles dann in den Sinussatz einsetzen. Also folgt Sinus des Winkels BAD, der ist ja gesucht, geteilt durch die Strecke BD, das waren die 13,6, ist gleich Sinus des Winkels dBA, den haben wir hier mit 23,21, geteilt durch die Strecke AD. Die müssen wir jetzt nochmal nachgucken, wie groß die ist. AD waren 6 cm. So, jetzt müssen wir wieder nach dem Winkel BAD auflösen. Das funktioniert ähnlich wie vorhin beim Kosinussatz. Den Zwischenschritt mache ich jetzt allerdings schnell mit. Sinus BAD ist gleich Sinus von 23,21 geteilt durch 6. So, ich habe jetzt nichts anderes gemacht, als diese Gleichung hier mit 13,6 mal genommen. Also wollt ihr noch einen mal 13,60. So, und um den Winkel jetzt zu halten, brauchen wir noch die Umkehrfunktion vom Sinus. Also Sinus hoch minus 1 von diesem ganzen Term hier. Halt, Winkelzeichen brauche ich hier gar nicht. Mache ich draus. So, 23,21 geteilt durch 6 mal 13,60. Und das tippen wir in den Taschenrechner ein und erhalten dann eine Winkelgröße von 63,29. Grad.